Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Far Cry 6. Und ja, ich nehme wieder am Stück auf. Ich will diese blöde Ölplantage haben, ey. Hat keiner mitbekommen, ne? Will er hin? In unsere Richtung? Kommt der jetzt hier hoch oder nicht? Das ist eine essentielle Frage. Wäre natürlich auch gut gewesen, aber... Ich glaube, das kriegen wir so auch hin. Setz dich mal hier hin. Ich will diesmal wirklich halt semi-gut hier durchkommen, ne? Deswegen trage ich ihn jetzt auch mal weg. Man weiß ja nie, wer hier so alles noch durchläuft, ne? Er hätte ihn ja jetzt auch finden können, also er hier. Der Typ da drüben. Ja, das ist mir ein bisschen zu unsicher. Deswegen. Warte mal, was ist denn hier drin? Hier waren wir nicht drin, ne? Genau. Ach, ich bin gegen die Wand gelaufen. Was? War da gerade eine? Warum weiß ich davon nichts? Gut, dass ich die weggeschafft habe. Ein Ingenieur. Ich glaube, die haben wir das letzte Mal auch erwischt. Hast du den rein? Ach, die Schlüssel meinst du wahrscheinlich, ne? Hier zusammen mit ihr durch? Nein. Dann schiebe ich die mal alle hier rein, ne? Mit dem Arsch, ne? Bevor die ja noch alle entdeckt werden. So. Na, komm mal rein. Mache ich nicht immer, also ne, nicht, bitte nicht wundern. Nicht bei jedem, aber ist schon sehr auffällig und. Okay. Ne, ich will das jetzt alles wirklich safe bekommen, ne? Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Nachdem wir schon mal gefailt haben. Ja, noch eine Karte, okay. Noch ein Schlüssel zum Serverraum. Stimmt, die sollen jetzt zum Server raus. Serverraum. Für den Service. Wo ist denn der Serverraum eigentlich? Vorne, ne? Das könnte der Serverraum sein. Ich glaube nämlich, die ist da auch raus, oder? Müsste sie. Also, wo soll sie sonst gewesen sein? Jetzt hätte sie das ja alles mitbekommen. Ah, ne, doch nicht. Was ist das hier? Das kommt davon. Ist definitiv nicht der Serverraum. Ich habe eine Scheißwut gegen Flachbildfernseher. Huch, ich wusste nicht, dass das so laut ist. Was haben wir hier? Chorizo muss ich auch mittlerweile echt verarscht vorkommen. Weil wir uns immer umentscheiden. Hier ist nur eine Mitarbeiterin. Also eine, die wir nicht
umdrehen müssen. Da oben ist jemand. Aber ansonsten, ich müsste, glaube ich, nochmal nach oben gehen. Hallo? Ist übrigens ein Typ, keine Frau. Ja. Blabliblub. So, ich müsste jetzt nochmal gucken. Da war, glaube ich, keiner mehr, oder? Nee. Sonst hätte der ja den gefunden, den wir da abgemurkst haben. Da ist, glaube ich, Free. Da ist jemand. Ja, den hatten wir vorhin auch schon. Da läuft auch noch so ein... Ja, das ist einer von uns. In dem Sinne, ne? Was ist das? Das ist... Da waren wir schon, ne? Genau, das ist die, die wir schon abgestellt haben. Die macht nur was bei Flugdings. Eigentlich könnten wir hier oben lang, ne? Oder? Und das ist, glaube ich, der Kran, den wir benutzen wollen, um da an die Sachen ranzukommen. Stellt sich nur die Frage, können wir dich vielleicht auch von hier oben abschalten? Ja, ich gehe hier oben eh nicht lang. Ich habe mich doch umentschieden. Ach, sieh da. Sita. Was ist denn hier der Dings? Es müsste ja entweder hier sein oder da drüben sein, ne? Hier waren wir, glaube ich, überall drin. Ich mich nicht recht irre. Oder waren wir da schon drin im Serverraum? Ich meine, wir sind doch durch eine Tür gegangen, die wir aufschließen mussten, ne? Ist das der Serverraum? Nee, ist doch nur eine Abstellkammer. Ist doch jetzt kein Serverraum. Also würde ich jetzt sagen, dass das eine Abstellkammer ist. Ich bin gewundert. Da hinten könnte der noch sein. Also ich habe mich schon gewundert, ich habe es gerade ein bisschen genuschelt. Wie immer, wenn ich irgendwie gerade brain dead bin oder brain AFK, weil ich gerade nachdenke. Ich glaube, das müsste hier sein. Es hätte uns nur nicht viel gebracht, vorher zu wissen, dass es hier ist, weil wir den Schlüssel noch nicht hatten. Verdammt. Nur für Personal. Ach, da ist das. Ein bisschen Schrott. Ach, ich dachte, da wäre was. Genau, da unten ist ja eh nie was. Ne, hier war nur Platin, ne? Das ist auch nicht der Raum, oder? Das ist auch eine Tür, wo wir nicht durch können. Okay. Könnte auch da unten sein, ne? Ne, da können wir auch nicht rein. Entschuldigung. Da kamen wir ja auch nicht rein. Nase juckt. Na, ich glaube, es ist auch Gefahr ein Vollzug, ne? Das Timing war gerade ein bisschen zu knapp. Und ich bin auch an der Leiter vorbei. Ich habe mich schon gewundert, warum ich hier nicht hochkomme. Aber das erklärt natürlich einiges. Also eine Treppe. Ich immer mit meinen Leitern und Treppen, ne? Ich müsste ja warten, bis sie wiederkommt, ne? Um die dann hier zu erwischen.
Weil ich meine, einer weniger ist einer weniger. Ah, ja, ich weiß, aber ne. Dann haben wir sie wenigstens nicht mehr im Gefecht. Und müssen uns um sie keine Gedanken mehr machen, ne? So meinte ich das. Also, dass wir dann da irgendwie von ihr erwischt werden, wäre ja dann vermieden. Und ich wüsste nicht, wie ich sonst an sie rankomme, ohne dass die anderen mich sehen, ne? Und die anderen, wenn ich an die ran will, dann sieht sie mich. Also, es ist schon essentiell, dass wir sie hier vorne erwischen, wenn sie wieder herkommt. Und was ist denn dein Rundgang, Schätzlein? Oh, die braucht bestimmt 3 Jahre, bis sie hier ist. Mädel, wir essen zeitig. Ernsthaft, wir haben Mittagszeit. Wird Zeit für einen schönen Tee. Also in-game, ne? In Real Life hätten wir jetzt eine ganz, ganz andere Zeit, aber das ist nicht wichtig. Ja. Könnte man glatt machen, ich könnte mir was zu trinken holen und ja. Ne? Ein bisschen Knabberzeug. Ich meine, ich habe noch Chips liegen, ich habe hier noch Dip liegen. Ach, kommst du jetzt? Aber brauche ich noch Popcorn. Hätte ich auch zum selber machen, diese für die Mikrowelle. Hab alles da zum Knabbern. Ich hätte, glaube ich, sogar noch irgendwo Schoki liegen. Ja, ich glaube, ich habe sogar noch Schoki. Und Kekse und saure Zungen, also diese Drachenzungen. In vegan. Hab ich alles da. Ist das die... Ist das überhaupt die von hier vorne? Muss ja weg. Bin mir gerade echt nicht sicher, ob sie überhaupt wiederkommt. Scheint jetzt da hinten irgendwo rum zu torkeln. Ich glaube, die hat ihre Route verändert. Die weiß bestimmt, dass wir die hier killen wollen. Aber wir haben noch 4 Leute, ne? Also ich sehe noch 4 Leute. Ja, den da, da und da und sie. Ne? Genau, sie ist noch gefährlich. Ich glaube, die ist am wenigsten gefährlich und er ist ja auch noch gefährlich. Ne, und halt sie hier, weil sie halt auch hier viel rumläuft. Nur vom gesehen werden, meine ich. Ne, von der Dings her sind die alle, bis auf der eine hier, der hier, das ist nur der hier gefährlich. Der Panzerbrechende. Von sonst her sind die anderen gar nicht gefährlich. Und der Flak da oben, aber. Ne? Ich will ja keinen Alarm auslösen. Ich hätte das gern ohne Alarm. Alarm! Alarm! Was macht die denn da hinten? Treffen die sich zum Kaffeekranz oder was? Ah, das scheint so, ne? Ich glaube, die legen hier gleich einen gepflegten Square Dance oder so hin. Flotte Beine aufs Parkett. Wo sind die andere? Was? Ach. So ein Standding. Ach, da oben. Ist die Kessebiene. Ich glaube, ich habe ihre Routine verändert, ha? Verdammt. Wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Soll ich schwimmen und dann da hinten hin? Ich meine, die tummeln sich ja da alle, ne? Ich dann da hochgehe nochmal, dann kann ich die ja einfangen. Ja. Ich wollte nicht so tief eintauchen im Wasser. Wäre sonst zu ärgerlich. Ich glaube, wir können hier schon hoch. Was? Achso, wegen unbefugtes Betreten. Wahrscheinlich. Wo? Ach du! Ja, wir kennen uns ja schon. Der ist auf unserer Seite. Ah, ich glaube, ich muss doch nochmal runterspringen.
Ja, ich muss nur noch mal runterspringen. So. Ah, wir sind schon... Wir sind schon weit. Hustet denn hier immer? Meine Güte, ich dachte, ich bin schlimm. Ja, da braucht definitiv jemand ein HNO. Ja, danach nicht mehr, ne, weil... Ne? Aus gewissen Gründen, aber... Hätte gebraucht. Ist hier das Stichwort. Hätte gebraucht. Castillo. Ja. Das Paradies hat auch Dornen, habe ich gehört. Gibt so Songs darüber. Da sind aber keine mehr, ne? Die haben wir alle weggeflankt. Die tummeln sich ja alle jetzt da vorne, ne? Das ist ja richtig krass. Das war eigentlich ein Scherz. Ob... Ernsthaft? Jetzt ist die olle Pussy da hinten. Kannst du bitte hochziehen? Nein, kann sie nicht. Jetzt ist sie wieder da vorne. Ach, Chorizo. Der behindert mich gerade, ne? Was macht die da? Oh. Das Mädel. Die ist jetzt da hinten und... Ah, die pummelt hier an dem Gewehr rum. Oh, Chorizo steht im Weg. Ja. Könnte es auch ein Meter großer Schäferhund sein. Ich kenne da nämlich noch so einen Hund. Der das auch immer hinkriegt. Oh, wie süß. Kannst du das nochmal machen? So, nur noch drei. Ich hoffe, es sind nur noch drei und nicht irgendwie noch ein verschollener mehr. Ah, hier abschmeißen. Okay, da ist er. Bleib da stehen. Wo ist die olle Schrapnelle? Ach da. Unter uns. Quasi. Kann sehr gut summen. Fragt sich nur, wie lange. Noch. Immer diese Raucherei. Rauchen ist übrigens tödlich. Also gefährlich und so, ne? Ja! Huhu, ich hab's geschafft!
Oh, da braucht er nicht mal Zeit, ey. Ah! Ohne Alarm, ohne nichts, ey. Ohne erwischt zu werden. Kein Alarm ausgelöst und Ressourcen gesichert. Ah, das war so schwierig. Das war sowas von nicht leicht. Uff, 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 uff. Aber ich wollte halt die Bohrinsel nicht verlieren, ne? Das war ja so wichtig. Liegen die Leichen eigentlich da oben noch? Ich frage für einen Freund. Warum haben sie eigentlich erwischt? Hier unten, ne? Oder wo haben wir es erwischt? Hier irgendwo in der Gegend. Hier hat man es erwischt, ne? Ich meine, ich erinnere mich an diesen... Genau, hier bei der Treppe. Also liegen die Leichen doch nicht mehr da. Ist ja auch nicht schlimm. Ja, sonst würde er auch hier liegen und so. Ja. Ist in Ordnung. Hier der Kran, der kann, glaube ich, angehoben werden, ne? Oder? Oder? Ich glaube, der muss angehoben werden. Ups, einmal wieder hier hin. Aber wie? Aber wie? Da oben ist ja schließlich was drin, was wir haben wollen. Im Ernst, wie kann man den Kran bewegen? Müsste es hier nicht irgendwie... Was ist hier drin? Das sind die Dinger. Müsste doch hier irgendwie eine Schalltafel geben, oder nicht? Ja. Oder ich muss ins Kontrolldings-Gedöns. Ich meine, die können wir jetzt wegpacken. Jetzt will uns ja hier niemand was Böses. Mit. Aber den Dings haben Raum haben wir auch noch nicht gefunden, ne? Ah, hi. Freundliches Gesicht. Ja. Immer. Immer Carlos freundlich. Ist ehrenvoll gestorben. Ja, ich weiß. Wir werden ihn nicht vergessen. Ja, ich auch nicht. Öltransferverfahren. Okay. Aha. Kannst du mich mal bitte durch... Dürfte ich mal bitte... Danke. Zu gütig. Ich hoffe, er drückt nicht auf den Knopf, weil er lustig sein will. Erstmal hier runter, ne? Eieiei, diese Plattform. Aber Chorizo weiß, wo wir hin wollen. Wenigstens etwas. Hier. Hier ist noch eine Leiter. Ich habe gewusst, dass hier was drin ist. Komm, gib her. Yes. Eine Schrotflinte. Soll übrigens auch übertrieben gut sein. Also, richtig nice Fang. Das ist ja ein blödes Serverraum. Und die Flak macht jetzt auch nichts mehr, ne? Wo waren die Flak? War die nicht irgendwo? Ach, die war ich. Die war da vorne, ne? Oder? Die war hier irgendwo zwischen. Wahrscheinlich wurde das ganze Ding mit abgerissen. Wo die drauf stand. Ja doch, die war da irgendwo. Aber gut. Was weg ist, ist weg. Das muss ja eigentlich der Serverraum sein. Aber was ich hier machen sollte... Ist ehrenvoll gestorben. Ja. Ich werde ihn nicht vergessen. Ich war heiß. Sagtet ihr schon?
Okay, cool. Bitte sag nicht, dass Carlos Ehrenvoll gestorben ist, weil das weiß ich schon. Ja, ich nehme mal die Treppe, ne? Also ich springe hier mal runter. Hier wäre die bessere Formulierung. Ist auch noch so ein Scooter? Okay. So. Weil ich würde gerne das Boot behalten. Was? Wo ist das Boot? Wo ist die Leiter? Entschuldigung. Anspielungen mag ich halt. So. Okay. Da vorne können wir das ab. Oder anleihen. Das ist cool, dass wir hier vorne direkt dann auch die Möglichkeit haben. Hammer, ne? Nice. Ich wechsle aber jetzt mal hier rüber. Ich wollte es halt wo gehabt haben. Steuerung ist OP. So. Wir wollen jetzt zurück nach Feli. Obwohl, eigentlich... Wisst ihr was? Ich mach mal den hier. Ich mach mal den. Ist schneller, glaubt mir. Nochmal kurz Schluck getrunken. Und einen Tipp von Juan gelesen. Der hat ja immer so großzügig verteilte Tipps. Nö. Immer sehr auf andere bezogen, bedacht. Hey, ne? Hier drüben. Alter. Was ist los? Was gibt's? Guerriera, wie schnell bist du? Wir haben von einer Vorratslieferung erfahren. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich bin sehr langsam. Aber das wartet auf mich, glaub mir. Ja. Wir haben Zeit, ne? Brauchen den Wingsuit nicht, ne? So. Wollen wir mal hier hin? Nein! Ich will schon hier vorne hin. Danke! Ja. Diesmal sind wir sogar mit Chorizo unterwegs. Okay. Ich schmeiß Philis Kram einfach auf seine Werkbank. Hier. Wo ist Philly? 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 Wo bist du? Ja, Heldin! Ich hab das Zeug! Ja! Warum trägt Daisy eine Sprengfalle? Manchmal müssen wir denen wehtun, die wir lieben, Heldin. Nachdem sie uns Napalm gemacht hat. Aber erst okay. Muss ich sie reparieren. Mit einem Krokohelm. Das bringt die Philly-Magie in Gang. Aha. Das ist meine Daisy. Oh. Wahre Liebe. Was? Ich glaube, ich gehe dem mal voraus. Und komm denen mal entgegen. Er ist gestolpert.
Was? Bitte? Von wo schießen die denn noch? Ich versuch's. Kommen die ganzen... Okay, ich darf nicht zu weit gehen. Ah, da bin ich aber zu weit gegangen. Hä? Okay. Warum sind auch noch Leute? Nase hat gejuckt. Wo denn jetzt schon wieder? Ich kann mich nicht um alles kümmern. Ah ja. Ach komm. Ja, nee. Okay. Von da? Ja, ja. Ich hasse Stresssituationen, ne? Denn? Die Idioten ballern immer weiter! Daisy schießt uns gleich zum Mond! Okay, das war's. Oh, ich hasse Stresssituationen, das wird noch super. Wollen die sich etwa selbst in die Luft jagen? Oh, ja. Das werden sie auch. Wir sitzen hier auch noch, ne? No, 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 coño! Kümmer du dich um Diesel, Daisy. Diese scheiß Soldados dürfen sie nicht anfassen. Daisy, einen Kuss von mir. Ja. Okay. Ich glaube, Fili setzt seine Prioritäten nicht gut genug. Was machen die denn da? Zerstören. Ich muss hier weg jetzt. Mierda. Oh, ich hab gedacht, es gibt eine größere Explosion. Fili, erledigt. Daisy ist... Nein, lass das. Ich will mich so an Daisy erinnern, wie sie war. Okay. Geliebt,
hat nur Gutes über dich gesagt. Oh. Okay. Wie süß. Aber sie ist nicht umsonst gestorben. Okay. Sie hat uns mit endlosen Litern ihres süßen, feurigen Schweißes gesegnet. Ah, ja. Wir werden diesen Schweiß auf José regnen lassen und ihm beim Schmelzen zusehen. Ja. Wenn Daisy das nur erleben könnte. Ich weiß. Mein herzliches Beileid, Philly. Ist nur eine Maschine, Heldin. Krieg dich ein. Eieiei, ich glaube, ich mag ihn doch. Ah, ich mag ihn. Ah. Eieiei. Krokotaxi. Jetzt haben wir das auch noch. Ist nur eine Maschine, krieg dich ein, Heldin. Aber er ist so, oh, meine Daisy. Ah, gib mir gib einen Kuss von mir und ah. Ne, und dann krieg dich ein. Ist nur eine Maschine. Eieiei. Okay, was haben wir hier? Todesurteil. Für Rache für ihren Daddy, ja? Ach, hier war Esperanza, ne? Das verlorene Paradies, genau. Beifahrer. Okay. Stimmt, wir sollten, glaube ich, ein Auto klauen. Haben wir das schon gemacht? Nee, ne? Nee, das haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Ist nur hier, ne? Ist in der Nähe. Gut, einmal hier absteigen. Ganz scheiße. Diese Guerilleros da brauchen Hilfe. Was? Die Vuelta, Philly. Heldin! Ich habe gehört, dass du und Chorizo inzwischen ganz gut miteinander auskommen. Okay. Sehr gut. Ja, er steht auf so gefährliche Menschen. Hm? Aber du hast Wichtigeres zu tun. Besorg mir ein Militärflugzeug, okay? Ja. Ist auf jedem Flugfeld. Oh, ja. Und eine Pitchingmaschine, so wie auf dem Baseballplatz. Sonst noch was auf deiner Einkaufsliste, Philly? Soll ich dir noch ein Papierchen mitbringen? Ich bin schon voll, wenn ich nur dran denke. Pass aber auf die Flugabwehr auf, wenn du in der Luft bist, ja? Ja, ja. Es sei denn, du willst, dass man dir Feuer unterm Arsch macht. Ich will dir das nicht versauen. Nicht hoch zu arbeiten. Gehört auf jeden Fall dazu, wenn man zu den Elite-Einheiten will? Nein, in dem kleinen Club da oben zählt nur Vitamin B. Wen muss man denn kennen? Weiß nicht. Castillos Familie? Die Arschgeigen, die das Sagen haben? Wie kriegt man das hin? Wozu bin das hier? Wenn man hier rumsteht. Man muss Leute kennenlernen. Nur so kommt man zu den Elite-Einheiten. Aha. Hier ist es gefährlich. Okay. Wollen die das hier in die Luft fliegen lassen oder was ist hier los? Das ist Codename Ibis. Müsste ja dann hier auch sein. Weiter unten. Nö. Ich sehe es zumindest nicht. Schade. Hey. Danny, wo bist du? Wir brauchen dich in Esperanza. Aura. Verstanden. Ich komme, Clara. Gut, es scheint anscheinend doch, kann ich hier hin? Oh, ich kann hier hin. Ich muss die gar nicht haben. Ich kann da... Super, dass man das auch erfährt. Dass man sich die einfach freikaufen kann und dann einfach hin schnell reisen kann, ohne da gewesen zu sein. Das ist... Ich dachte, ich muss da trotzdem erst gewesen sein, dass man das zwar auf dem Dings geht man da hin und dann kann man da hinreisen. Eieiei. Das war mir nicht bewusst, dass das so geht. Okay, cool. Interessant. So viele schlechte Erinnerungen. Ihre Heimat, ne? Stimmt, wir konnten ja den Turm aussehen, ne? Eieieiei. Ich wusste gar nicht, dass sie so ländlich gelebt hat. Das hat so ausgesehen, wie als wenn sie so, so städtisch gelebt hätte. Nichts gegen sie, ne? Also... War halt... Keine Ahnung. Au.
sie halt so aus, ne? Als wenn sie da so halt in einem größeren Dorf gelebt hätte, als jetzt. Was ist da oben? Nee, ich glaube nicht. Man konnte den, glaube ich, nur sehen. Hä, warum bin ich da jetzt so weit weg? Ach. Deswegen bin ich nicht so weit weg. Das ist Philly. Das ist einmal Libertad. Ja. Ja, jetzt sieht's doch besser aus. Okay. Gucken wir mal. Nö. Ich mach eh gleich Partende. Oh, okay. Aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Oder war das hier? War das hier? Ich bin gerade etwas verwirrt. Doch, das kann hier gewesen sein. Doch, das sieht jetzt... Jetzt sieht es ein bisschen städtischer aus. Ja, ja, ich glaube, das war hier, wo sie gewohnt hat, ne? Ja, und dann war es auf einem der Dächer. Da gibt es Ärger. Ich sollte helfen. Wo? Wie? Nee, machen wir nicht. Wir haben eine Mission. Wir haben ein Ziel vor Augen. Eieiei. Ich glaube, hier dürfen wir nicht rein. Wir sollten außenrum gehen. Oh. Okay. Ja, ja, ich glaube, der hat gerade gesagt, dass der Präsident jetzt zu uns spricht. Ich glaube, hier ist seine stärkste Kraft, ne? Hier ist es. Ja. Hier ist es. Hey, ich bin da. Wer noch hoch? Gehört, du hast heute Nachtschicht. Regel Nummer 23. Wenn du die Chance bekommst, ja, dem Tyrann den Kopf abzuschlagen, dann tu es verdammt nochmal. Ja, ja, ja. Klingt schlüssig. Chorizo, komm! Schnellreise verfügbar, okay. Was? Oh, meine Freundin würde für so einen Hund töten. Ja, ich auch. Ah ja. Du auch. Interessant. Hier? Ja, ich auch hier. Wer sonst? Wenn nicht ich. Dumme Frage. Die Sprengsätze kommen hier, hier und hier hin. Okay. Rede geht los, Ladung gehen hoch. Wir ziehen einen Ring aus Feuer, heißer als das Arschloch des Teufels. Und das heißt... Castillos Truppen kommen nicht raus und Verstärkungen kommen nicht rein. Und Danny ist mittendrin. Und dann was? Danny tötet El Presidente. Ah! Wunderbar. Hey, Danny. Danny! Ja. Was für ein geiler Supremo! Ja, ich soll Anton Castillo töten? Heute? Anton hält heute seine jährliche Unabhängigkeitstagsrede im Hotel Paraíso live. Hat Infos, wo genau seine Sicherheitsleute postiert sind. Okay. So eine Chance gibt's nur einmal. Wir schlagen der Schlange den Kopf nicht ab und machen uns Stiefel aus ihr. Mierda. Und du bist einverstanden? Ein Diktator zu töten, der unser Land schändet und unser Volk versklavt? Ich denk drüber nach. Ja, aber jetzt? Ich habe noch nie einen Präsidenten umgebracht. Das ist ein Attentat, Danny. Pures Guerilla-Meth. Aha. Gott, ich muss duschen. Ja, das solltest du tun. Brauchst das hier. Du wirst eine gottverdammte Guerilla-Legende. Ich ruf dich an. Er ist zu begeistert. Er hat recht. Töte Castillo und Libertad erhebt sich aus dem Chaos. Und danach? Wer weiß? Es wird nichts. Wer weiß? Geh und leg den Comemierda um. Ja, das wird nichts. Viva Libertad. Bei welcher Folge sind wir? Das wird nichts. Das wird sowas von nichts. Das ist sowas von zum Scheitern verurteilt. Aber er speichert. Ja. Und ich glaube, der Pakt müsste mittlerweile beendet sein, ha? Huh? Ja, ist genug Zeit vergangen. Wir haben genug für den Part. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal dann auch wieder. Bis dann. Bye.